Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein herzhaftes Rezept. Ich werde nämlich eine bosnische Pita und eine bosnische Bureka machen. Im Prinzip, ne, das ist jetzt so ein Balkanrezept, aber im Prinzip sind türkische Rezepte, bosnische Rezepte, bulgarische Rezepte, griechische Rezepte oftmals sehr ähnlich, weil ja alles auch so ein bisschen aus dem Osmanischen Reich alles so abstammt. Aber ich will gar nicht so sehr in die Tiefe der Geschichte gehen, denn jeder sagt dann immer, nein, das ist unser Rezept, nein, das ist unseres. Ich mache heute einfach ein herzhaftes, leckeres Rezept. Und zwar habe ich das Rezept von meiner bosnischen Freundin, von Leila, beziehungsweise von ihrer Mama, von der Fikreta. Und die Pita, die ist vegetarisch, die mache ich gleich mit Schichtkäse und zeige euch aber auch gleich, wie ihr die fleischige Variante machen könnt. Das Burek, Bureka. Heißt jetzt Burek oder Bureka? Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Das Rezept ist übrigens auch super für den Ramadan geeignet, denn ihr könnt es ganz toll vorbereiten. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, Mensch, ich mache mir jetzt auf einmal die Arbeit, mache an einem Tag einfach 4 bis 5 Böreks bzw. Pitas, nämlich die vorbacken, also diese erste Backzeit nutzen und dann ganz gut auskühlen lassen und einfrieren. So könnt ihr dann nämlich bei Bedarf das Pita auftauen im Backofen, nochmal übergießen mit der Flüssigkeit, erzähle ich euch später, und dann einfach zum Ramadan, zum Iftar abends, also zum Fastenbrechen servieren. Oder auch, wenn ihr jetzt keinen Ramadan-Monat habt bei euch, dann könnt ihr das einfach so vorbereiten und habt immer Börek und Pita auf Vorrat. Und der Teig ist wirklich ein super einfacher Teig. Ihr braucht dafür nämlich nur zwei Zutaten, nämlich 500 Gramm Mehl. Da habe ich ein ganz normales Weizenmehl, das 405er, und 300 Gramm Wasser. Und dieser Teig wird ganz dünn, wie so eine Art Filoteig. Und dafür braucht ihr nicht mal einen besonderen Ausrollstab, denn das Ganze funktioniert dann auf einer Tischdecke. Auf Türkisch heißt dieses Börek-Rezept auch Çarşafböreği. Also wie gesagt, ähnlich. Ich mache jetzt erstmal den Teig. Dafür braucht ihr die zwei Zutaten. Entweder verknetet ihr jetzt einfach das Mehl mit dem Wasser mit der Hand oder eben in der Küchenmaschine. Ich mache das jetzt hier ganz kurz, denn so habe ich einfach die Hände frei. Am Anfang kommt es einem so vor, als wäre es zu wenig Wasser, als würde sich der Teig nicht verbinden. Und je nachdem, welches Mehl man hat, braucht man auch etwas mehr oder weniger Wasser, so einen Esslöffel. Aber ihr seht hier schon, der Teig wird gut, aber er ist noch hier leicht klumpig. Das heißt, ich muss ihn jetzt wirklich noch ordentlich durchkneten, dass er sich gut vermischt und wirklich schön glatt wird, ohne Klumpen. Mit der Hand ist es natürlich ein bisschen schwieriger, beziehungsweise einfach ein bisschen kraftaufwendiger. Aber wenn ihr das so macht, dann habt ihr schon mal ein schönes Workout. Der Teig ist jetzt fertig, wie ihr sehen könnt, richtig schön geschmeidig. Und ich habe jetzt auch wirklich kein Wasser mehr dazugegeben. Das waren einfach die 300 Milliliter. Und der muss jetzt ein bisschen ruhen, damit er entspannen kann. So wie der Murat ab und zu. Also gebe ich ihn hier in die Schüssel, decke ihn ab und zeige euch jetzt schon mal, wie ich die vegetarische Füllung mache. Und diesen Teig werde ich jetzt aber nochmal zubereiten. Das heißt, ich habe dann zweimal 500 Gramm Menge, damit ich eben einmal die vegetarische und einmal die fleischige Variante machen kann. Für die vegetarische Füllung nehme ich 500 Gramm Schichtkäse, 3 Eier, 2 Esslöffel Öl, das ist ein Sonnenblumenöl, 1,5 Teelöffel Salz und etwas Pfeffer, 150 Gramm Naturjoghurt und 3,5-prozentigen, 150 Gramm Tulumkäse, da sage ich gleich was dazu, und zum Übergießen brauche ich noch 200 Gramm Sahne. Ich benutze jetzt, glaube ich, sogar zum ersten Mal in meinen Videos Schichtkäse. Deswegen zeige ich euch hier nochmal die Packung. Schichtkäse ist einfach ein 10-prozentiger Käse, ähnlich wie Quark. Wenn ihr den jetzt nicht findet, könnt ihr auch Quark nehmen, wobei der ein bisschen anders schmeckt. Also Quark hat so diesen quarkigen Geschmack. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und Schichtkäse eben ein bisschen anders. Den gibt es aber auch in jedem Supermarkt. Und hier habe ich noch den Tulum-Käse. Das ist ein Nomadenkäse. Der erinnert so ein bisschen an Schafskäse und Hirtenkäse. Ist aber von der Struktur her etwas anders. Und den Tulum dürft ihr aber nicht vergleichen mit dem Tulum-Käse, den ihr vielleicht aus dem türkischen Dorf kennt. Denn der Tulum-Käse, den mein Papa zum Beispiel immer mitgebracht hat, legal natürlich, man darf ja eigentlich keine Käsesachen importieren, aber früher haben sie es halt mitgebracht. Der schmeckt viel zu stark und der wurde auch früher immer in so einem Fell zubereitet und ich konnte es nie essen, aber der ist wirklich super lecker, schmeckt wirklich wie so ein Schafskäse, ganz mild und der ist eben auch schon so bröckelig in der Konsistenz. Also jetzt nicht negativ, sondern eher positiv. Und das habe ich jetzt selbst mit dazu gemacht, denn die Fikreta, die hat eigentlich nur diese Schichtkäse-Komponenten mit drin und ich glaube, das passt aber jetzt ganz gut dazu, geschmacklich. Also, die Füllung ist super einfach in der Herstellung. Ihr nehmt jetzt einfach alle Zutaten, die kommen hier rein.
Schichtkäse, dann die Eier zum Binden, etwas Öl, Salz und Pfeffer. Ihr könnt auch gerne mit Zwiebeln würzen oder etwas Lauch schneiden oder einfach Kräuter nehmen. Der Joghurt kommt hier auch rein. Den Nomadenkäse auch noch mit rein. Jetzt verrührt ihr einfach alles ganz kurz und dann ist die Füllung schon mal fertig. Und der Teig, der sollte schon so etwa eine halbe Stunde lang ruhen dürfen. Okay, Schneebesen war nicht die beste Wahl. Dann verrühre ich so einmal schnell. Und während die Füllung jetzt hier an der Seite schon mal stehen kann, kann ich schon mal noch die Fleischfüllung zubereiten. Und wie gesagt, bereite ich da einfach nochmal den Teig zu, nur damit ihr wisst, für wie viel Menge dann später eben auch der Teig gedacht ist. Und die Sahne, die brauche ich gleich zum Übergießen, die kommt nicht in die Füllung. Für die Fleischvariante brauche ich 500 Gramm Hackfleisch. Da könnt ihr entweder Rinderhackfleisch nehmen oder Rind und Lamm sogar gemischt. Schmeckt auch richtig gut. Eine Zwiebel, 50 Gramm Wasser. Öl brauche ich jetzt hier nicht, weil er das Hackfleisch schon genügend Fett hat. Und dann hier noch die Gewürze. Da habe ich jetzt 2 Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, einen halben Teelöffel Majoran und etwas Bergbohnenkraut. Ja, im Prinzip muss ich jetzt hier nur die Zwiebel ganz fein schneiden. Ihr könnt auch gerne 2 Zwiebeln nehmen. Ich glaube, ich nehme noch eine dazu, weil die relativ klein ist. Soll da schön würzig schmecken. Und hier, aber auch bei der vegetarischen Version, darf die Füllung ruhig etwas so ganz leicht versalzen schmecken, denn der Teig hat ja gar kein Salz drin. Das heißt, da jetzt einfach keine Angst haben und nicht zu wenig würzen. Das gleicht sich dann später wirklich super aus. Ich mag Zwiebelschneiden nicht. Wisst ihr, geschälte Kartoffeln gibt es im Glas. Warum gibt es keine geschälten und geschnittenen Zwiebeln für mich, für den Haushalt? Nicht weinen, Sally. Nicht weinen. Ich glaube, der Trick bei Köchen ist einfach, die Zwiebel so schnell zu schneiden, dass der Dampf erst gar nicht dahin gelangt und dann ist sie schon verarbeitet. Okay, und jetzt wird im Prinzip alles nur verrührt. Also das Hackfleisch kommt jetzt hier auch rein. Das Wasser brauche ich, damit das Ganze nicht zu fest wird. Hier noch die Zwiebeln und die Kräuter. Das Bergbohnenkraut muss ich noch ein bisschen zerkleinern. Das habe ich nämlich aus dem Garten. Das trockne ich dann immer. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach schnell so. Und dann ist die Füllung hier auch bereit. Und da gibt es aber auch Abwandlungen. Also das ist jetzt nicht die einzige Füllung, die es da gibt. Ihr könnt auch wirklich was mit Lauch machen, mit Spinat. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Lieblingsfüllung ist. Jetzt nehmt ihr euch am besten ein Baumwoll- oder Leintuch, eine Tischdecke zum Beispiel. Manche nehmen auch ein Bettlaken. Ich habe hier ein Tuch, das benutze ich wirklich nur in der Küche. Man sieht auch hier ganz deutlich, hier habe ich schon ölige Flecken. Hier wird gleich der Teig gezogen. Aber zuerst einmal muss ich ihn hier ausrollen und teile ihn jetzt schon mal in 3 Portionen ein. Ihr seht auch, der ist schön weich, aber er klebt nicht wirklich. Jetzt einfach kurz dritteln. Ihr könnt ihn auch vierteln, dann werden eure Teige einfach etwas kleiner. Das ist aber auch okay. Die zweite, die ich jetzt nicht benutze, lege ich so lange wieder in die Schüssel zurück. Und stecke sie ab, so trocknen sie nicht aus. Und den ersten Teig rolle ich jetzt einfach mit Mehl aus, so weit wie es geht mit dem Ausrollstab. Ihr könnt auch hier, wenn ihr möchtet, direkt einen Oklava nehmen, also so einen Holzstab. Wartet, den zeige ich euch. Da hat mein Papa einfach irgendwann so einen Besenstiel genommen, einen sauberen, und den einfach zugeschnitten. Damit geht es auch einfach. Aber ihr braucht trotzdem, auch wenn ihr einen Oklava besitzt, später das Tuch. Denn mit dem Tuch geht das Ganze noch ein bisschen dünner. Hier rollt man es in der Mitte auf und kann dann praktisch durch so leichte Bewegungen nach außen streichen. Und dann wird der Teig eben auch schön dünn. Aber wie gesagt, reicht da auch ein normaler Ausrollstab. Wie bei so einem Apfelstrudel. Jetzt klopfe ich hier das übrige Mehl ab. Legt den Teig hier rüber. Hier wird er jetzt mit Öl bestrichen und es sorgt gleich dafür, dass er elastisch wird und sich schön ziehen lässt.
Und ich bestreiche da erstmal die Hälfte, schlage es dann um. Und so sind dann alle Flächen schön gefettet. Und das muss ich jetzt hier so 2-3 Minuten ruhen lassen. Ich rolle jetzt auch schon mal den nächsten Teig aus. Allerdings könnt ihr jetzt hier nicht viel vorbereiten und nicht vorarbeiten, denn der Teig darf jetzt weder zu lange ruhen noch zu kurz, ansonsten wird er einfach rissig. Das kriegt man auch so mit der Zeit raus und selbst wenn es mal reißt, ist auch nicht schlimm. Aber ich lasse den jetzt hier so 2-3 Minuten ruhen und rolle hier den nächsten aus. Den fette ich aber nicht, sondern mache das dann wirklich ganz frisch vorher. Ich fahre jetzt hier mit den Fingern unter den Teig ganz, ganz vorsichtig und ziehe den jetzt hier entlang. Und ihr seht schon, das Tuch hält dann praktisch den Teig fest. Wenn ihr jetzt kein Tuch habt, dann zieht er sich nämlich wieder zusammen. Und die Struktur des Tuches hält ihn einfach schön fest. Und jetzt wirklich schön vorsichtig, gerne auch so über den Handrücken. Wenn mal was löchrig wird, ist es auch nicht schlimm. Und jedes Mal denke ich so, der kann nicht mehr, der kann nicht mehr. Aber ihr seht schon, gerade hier der Rand, den wirklich auch schön fein ziehen, damit der nicht hart wird, sondern eher ein bisschen knusprig wird. Den halbiere ich jetzt hier einmal. Und die Füllung, die könnt ihr euch jetzt so vorstellen. Ich habe 3 Teigklötze, also kann ich das hier einmal halbieren und dann dritteln. Also in 6 Teile einteilen und hier schön gleichmäßig verteilen. Wichtig ist, dass ihr jetzt auf die Länge das Ganze verteilt, damit die Rolle gleichmäßig dick wird. Jetzt nehmt ihr einfach das Tuch zur Hilfe und könnt es hier schön einschlagen und zusammenrollen. Und dann nehme ich hier jetzt schon mal mein kleinstes Emaillblech. Das fette ich jetzt so ein bisschen. Bei der Größenangabe bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, denn meine Freundin hat es mir natürlich so augenmaßmäßig gezeigt, so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und die Größe guckt man halt, wie es reinpasst. Ich gucke jetzt einfach, dass ich die Menge bei euch für den, also auf dem Blog richtig reinschreiben kann. Ich denke jetzt nämlich aus dem Bauchgefühl heraus, würde ich 2 kleine Bleche machen. Aber vielleicht passt es auch in ein ganz großes Blech. Könnt ihr dann selbst entscheiden. Und ich nehme jetzt hier die erste Rolle, die wickele ich jetzt hier schon mal auf. Und ihr könnt jetzt entweder mehrere kleine machen oder eine große. Und die erste Rolle dann hier reinlegen. Und die zweite lege ich dann hier drüber, beziehungsweise außenrum. Jetzt kurz zur Seite und dann geht's, wie gesagt, mit dem nächsten Teig weiter. Nee. Also. Oje, oje. Also ein Teil kommt jetzt noch hier rein und die anderen 3, die ich jetzt gleich forme, ins nächste Blech. So habe ich jetzt 2 schöne, volle Bleche. Und das Ende, das kommt jetzt hier drunter, das sieht nämlich nicht ganz so schön aus. Aber so gefällt mir es richtig gut. Und so ist es auch schon bereit für den Backofen. Ich habe den bereits auf 200 Grad Oberhitze vorbereitet und vorgeheizt. Und es wird jetzt so erstmal nicht bestrichen, sondern wird gebacken. Und nach etwa 20, 25 Minuten, also nach der ersten Backzeit, gieße ich dann die Sahne drüber. Und die teile ich jetzt auch gleich auf beide Bleche. Das heißt 100 Gramm pro Blech
und dann wird es nochmal fertig gebacken. Und wie gesagt, könnt ihr das so erstmal vorbereiten und backen und nach dem Abkühlen einfrieren. Und wenn ihr es dann frisch nochmal aufbacken wollt, einfach erwärmen, Sahne drüber gießen und servieren. Das ist so der Verbreitungstrick. So, ab mit denen in den Backofen bei 200 Grad. So, die fleischige Variante macht ihr im Prinzip fast genauso. Da verteilt ihr dann die Fleischfüllung hier. Und die forme ich jetzt aber ein bisschen anders. Dann habt ihr noch eine Variation. Es werden jetzt kleine Schnecken. Und hier auch darauf achten, dass hier außen genug Füllung ist und wirklich die Füllung gleichmäßig verteilt wird. Es verschwindet. Jetzt könnt ihr hier die Rolle nehmen und einfach so kleine Schnecken machen, hier abzupfen und die dann gerne auch einzeln hereinlegen. Es darf noch 5 Minuten, bevor es drüber gießen, denn jetzt ist noch ein bisschen zu hell. Ich warte jetzt noch, bis es ein bisschen Farbe hat und dann kommt erst die Sahne drüber. Ich habe jetzt hier übrigens gerade umgebaut, denn für diese Variante nehme ich jetzt einfach das größte Blech. Ich denke, da passen gleich alle rein. Da hinten ist das nächste schon fertig. Kann ich schon mal weitermachen. Und hier mache ich jetzt gleich alle rein. So sieht es schon mal super aus. Und jetzt, wie gesagt, 100 Gramm Sahne pro Blech. Was für ein Zungenbrecher. Und es zieht jetzt schön ein, macht saftig und cremig und kann jetzt so fertig gebacken werden. Mmh. Guckt mal, so sieht es perfekt aus. Das hole ich jetzt raus und dann wird es gleich mit Schmand serviert. Und die Fleischvariante, die braucht ihr gar nicht mit Sahne zu übergießen, denn die hat schon genug Eigenfett durch das Fleisch und die wird später auch mit Schmand serviert. Mit Schmand oder Joghurt. Das Pita und Börek ist jetzt fertig. Heute darf Daniel probieren. Hi. Ja, heute habe ich gebacken. Einmal Börek, das ist mit Fleisch, und einmal Pita, vegetarisch. Ich muss sagen, rein optisch gefällt mir das besser als das. Bin ich bei dir? Aber ich wollte es halt mal ausprobieren, denn man kann es auch so zubereiten. Aber ich würde es nächstes Mal alles als Schnecke aufrollen. Ja. Probieren? Gerne. Und wir servieren dazu Schmand. Aber ihr könnt auch Joghurt nehmen. Jetzt geht's los. Hast du sowas schon mal gegessen? Ich muss ehrlich sein, ja. Okay. Deswegen? Bei wem? Bei meinem besten Freund, bei der Mutter. Ah, oh je, da komme ich nicht dagegen an. Gegen Mütter komme ich nicht. Türkische Hausmannskost, ne? Aber. Ja. Ich glaube, ich muss so in 15 Jahren bin ich irgendwann so die Mutti, bei der alle essen. Ich komme dann vorbei. Ja, probier's nochmal. In 15 Jahren. Wir werden sehen. So, also wenn du willst, wie gesagt, kannst du mit Schmarrn. Das ist so bosnisch dann. Das stimmt. Okay. Ich habe das Rezept von Figretta. Von meiner Freundin. Ja. Vorsicht heiß. So. Ich müsste lügen. Ich müsste jetzt echt lügen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht Minimum genauso gut. Echt? Ja. Ich probiere das. Ich esse nicht so gern vor der Kamera. Okay. Hiermit bestätigt. Willst du einen Punkt sagen? Mhm. 1 bis 10? Ja, wie ihr Schwaben, ihr seid doch immer so geizig. Sparsam, nicht geizig. Komm, hau die Punkte raus, du bist 9,7. Im Wagnerland. Ui, von 10? Mhm. Und 10 ist gut? 10 also wäre das Maximum, ja. Ach, sehr gut. Also schmeckt's? Mega.
Würde ich wahrscheinlich nicht nachmachen, aber nochmal essen. Ich glaube, ich könnte es einfach nicht nachmachen. Das wäre das Problem. Wollen schon, aber die Frage wäre halt, ob man es hinbekommt. Sehr, ein sehr meditativer Vorgang, ja. Also, wie gesagt, könnt ihr das Rezept super vorbereiten. Wenn ihr das jetzt tatsächlich zum Ramadan machen möchtet, würde ich dazu empfehlen, dass ihr das vielleicht so als Hauptspeise habt und dann vorher vielleicht eine Suppe dazu habt oder einen Salat noch dazu. Einfach was Leichtes, Warmes für den Magen und dann eben so eine teigige, fleischige Hauptspeise. Ja komm, davon kann man schon nicht so viel essen. Nee, ich bin schon so Salat dazu oder eine Suppe. Probiert das Rezept gerne mal aus. Auf sallys-blog.de findet ihr es. Und natürlich auch in der App, die ist übrigens kostenlos. Echt? Ja. Also, wunderbar. 10-mal. Ich esse dann weiter, bevor wir jetzt hier abdriften über meine Herkunft hier. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.